So we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this and I know. Jo Leute, Maxstar hier. Und heute geht's los in Rio de Janeiro, Leute. Wir spielen natürlich weiter in FIFA 20, Leute. Und ich würde sagen, los geht's schon mal. Und jetzt, Leute, weiß ich wirklich nicht, soll ich's mal alleine probieren oder nicht? Wie sieht's aus, Sid? Ja, das sieht richtig aus. Echt jetzt? Das ist das vierte Mal heute, Sid. Wir haben es gefunden. Bobby! Seid ihr beide zufällig hier? Oh, rein zufällig. Okay, cool. Wir sehen uns. Aber eigentlich auch nicht. Wie geht's euch? Was macht ihr denn hier? Wir wollten zu dir. Tja, und da bin ich. Hey, trainierst du die Bobby? Ah nein, das ist nicht so glorreich. Ich darf bloß mitspielen. Training wäre nach dem Flug doch hilfreich. Du willst trainieren? Mit den Kids da? Die machen dich platt. Du meinst wohl, ich mach die platt. Denk immer dran, wo du gerade bist. Okay, Leute. Leider konnte ich jetzt nicht wählen, jetzt muss ich mit allen drei spielen. Na gut, das schaffen wir. Oh, das sind größere Tore, Leute. Jetzt haben wir einen Vorteil, Leute. Jetzt haben wir einen Vorteil, aber trotzdem unterschätze ich nichts, Leute. So, wir spielen gegen kleine Kids, ey. Wir spielen gegen kleine Kinder. Alter, wir spielen gegen Kids. Alter, ich fass es nicht. Wir spielen einfach gegen Kids, ey. Okay, sie ist ihn tot. 2:0. Alter, ich glaube es einfach nicht. Sie ist einfach im Tor. Und der Platz ist viel größer, Leute, ey. Richtig nice, Leute. Richtig, richtig nice. Jetzt geht's also los in Rio de Janeiro, ey. Alter, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir gegen Kids spielen müssten, ey. Alter Schwede, ey. Na! Das Kind macht noch ein Tor, Alter. Ey, ich weiß, dass man mit Kindern spielt, ist nicht außergewöhnlich, aber trotzdem finde ich es lustig in FIFA irgendwie. Ja, Mann, 3:1. So will ich doch das Ganze sehen, Leute. Genau so. Trotzdem Anstrengung. Ein bisschen peinlich natürlich schon, wenn das in echt passiert. Aber ich meine, eben, auch die Kids haben es drauf. So, erste Runde haben wir mal durchgespielt. Richtig toll, ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Natürlich weiter. Hey. Das sind keine Kids. Sie sehen so aus. Nein, 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 nein. Das sind Profisportler in kleinen Körpern. Ha! Profispieler im kleinen Körper, ja. Das stimmt wirklich. Erwachsenen. Die gucken gerade alle Vinicius im Fernsehen. Oh ja, den kenne ich. Warte, Profifußballer? Was gucken die denn? Wird da Training übertragen oder so? Buenos Aires Straßenfußball-WM, so ein Promo-Event. Mit anderen Straßenspielern, Izzy Hitman, Legenden der Straße oder so. Gehen wir auch hin? Geh ruhig. Ich bleib lieber hier und spiele. Nee. Wir sehen lieber dich spielen, Bobby. Nicht die. Aber wenn wir fertig sind, gehen wir hin, oder?
Okay, und wie geht's jetzt weiter? Okay, ich geht's mal. Bin ich jetzt mal richtig gespannt, wie es weitergeht. Oh Leute, ja Mann, jetzt geht's mal endlich wieder los mit Training. Oh ja, oh, was ist das für ein Training? Alter, was mache ich da? Ich muss da nur hin und her springen. Oha, ja. Oh ja, sehr gut. Ah, skillen muss ich. Okay, wie viele Punkte muss ich erreichen? Okay, ich möchte natürlich jetzt weitergehen. Gut. Dann geht's zur nächsten Übung. Ist ja wie in der Journey, Leute, ne? Also der Journey war mehr ein bisschen Plausch, auch wenn man sich bei FIFA 19 dort mehr anstrengen musste auch. Aber eben, ich fand es eigentlich ehrlich gesagt einfacher. Ach Mann, ey, die sind ja mega gut. Kann ich an dem vorbeikommen? Okay, ich bin jetzt einmal an ihm vorbeigekommen. Oha, Punkt gegeben, ja. Ja, nee, jetzt nicht. Verloren, okay. War jetzt nicht so geschickt, aber machen wir weiter, Leute. Weiter im Text. Zielübung, oh. Alter, voll nahe Perspektive, ey. Okay, nee, das war jetzt nicht allzu geschickt. Oh, jetzt muss ich hier in die Räder treffen. Na, oh, ich habe einen getroffen. Sehr gut, kommt, nächste. Ich muss ins Rad treffen, weil er gibt viel mehr Punkte als ans Rad. Oh Mann. Ich möchte mal ins Rad treffen, auch wenn es jetzt Punkte gibt, wenn ich nur das Rad treffe. Oh, jetzt hat es aber viel Punkte gegeben. Komm, nochmals. Okay. Wenn wir nur schon an die Reifen treffen, schon mal ein gutes Zeichen, wenn wir nicht immer in die Reifen treffen, schon mal ein gutes Zeichen, dass wir zielgeübt sind, Leute. Okay, es ist ein bisschen zu nahe gewesen. Von so nahe ist es ja eh kein Problem mehr. Oh, jetzt wird rasiert, Leute. Oh, Leute, ja, treffen wir den Außen auch noch. Okay, jetzt ist es vorbei. Dann bin ich mal richtig gespannt. Wir sind hier in Rio de Janeiro mit unserer Mitspielerin Bobby Pillay und wir werden uns von Kids austricksen lassen. Von Kids, die in 10 Jahren die WM gewinnen werden. Ref, spiel gegen Bobby. Bobby, zeig uns was. Okay. Ah, Akka 3000! Oh, nein, 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 nein. Ich war noch nicht so weit, ich war nicht so weit. Nicht mein Problem, ich brauche das jetzt. Komm schon, spielen wir Fußball? Oh, jetzt kommt die Big Timothy Challenge. Okay, ich glaube auch schon in der Journey, Leute, hatten wir mal mit kleinen Kindern gespielt. Aber das ist etwas anderes, Leute. Kommst du zurück? Siehst du? Hast du die Wahl? Von mir aus? Na komm, spielen wir. Diese Aufnahme ist ein rechtsgültiges Abkommen. Also eben, gegen Kids haben wir schon mal, glaube ich, gespielt in der Journey, das kann sein. Aber trotzdem finde ich es irgendwie schon noch nice, etwas Neues. Rangers, okay. Oha, ja, jetzt spiele ich nur mit Ravi, Leute. Nicht mit dem ganzen Team. Ich meine, wir haben vorhin ja schon alles alleine gemacht, wo wir gegen die Kids gespielt haben. Sehr gut. Oh ja, schaffe ich das? Oh, schönes Tor, Leute. 1-0. Wir müssen immer noch gegen die Kids spielen. Und ich glaube, das ist halt das, was es halt einfach macht. Aber in der Journey war es halt anders, dass auch die erwachsenen Fußballer, so wie Danny Williams gegen Hunter, dass zum Beispiel auf einer Seite von den Kids bei einem Team Danny Williams ist und beim anderen Kids-Team Hunter. Und ich meine, das war dann schon noch fair, aber hier sieht man, hier macht diese große Fußballer fast nichts. Und wir sind einfach so am Gewinn, Leute. Einfach so am Durchsprinten, Leute. Aber trotzdem umso besser, Leute.
Nee. Nein. Nicht bei mir dann tot. Ja, komm, sehr gut. Sehr gut. 3:0. Schaffen wir das noch in diesen 2 Minuten bis 5 Tore? Ja, ich denke schon. Gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das einfach, Leute. 3:0 Sieg. Richtig toll auf jeden Fall. Und schon wieder sind wir fertig, Leute. Noch nicht einmal ist die Zeit umgegangen und es ging nur bis auf 3 Tore. Ja, dann weiter im Text, Leute, würde ich mal sagen. Hey! Lust auf ein Spiel? Oha! Ref, Bobby, Vinicius Junior lässt anfragen, ob wir gegen Vinicius Junior spielen wollen. Und gegen ein paar meiner Freunde. Kennt ihr Izzy? Ja. Oh, was? Und Vinicius Juniors Freund Izzy Hitman. Wir müssen gegen Vinicius Junior Vinicius spielen. Juniors eigene Worte. Also gut. Hallo. Hi. Hey. Ich bin Izzy. Hey. Hi. Hi. Sit. Izzy. Okay, Hi. 3 Tore zum Sieg. Sit. Oha, Leute, wir müssen gegen Vinicius Junior spielen, okay. Nein, das mache ich auf keinen Fall alleine. Auch wenn es vielleicht jetzt irgendwelche Leute gibt, die sagen, ich bin eine Pussy. Ich habe einfach keine Lust, nachher alles wieder von vorne zu beginnen. Und gegen Vinicius, oder muss ich sogar jetzt allein? Ja, Leute, Scheibe, Mann. Ich bin gezwungen, ich muss das alleine machen, shit. Nein, ey, shit. Alter, nein! Alter, das kann es doch nicht wahr sein. Das kann doch... Ey, ich muss das... Nein! Oh ja, sehr gut. Leute, ich muss das alles gegen Vinicius Junior machen. Ja. No, nein! Oh Mann. Alter. Geh doch nicht aus dem Tor. Ja, jetzt haben wir keinen Torhüter. Und? Doch. Ja, toll. 1:0 für das gegnerische Team, mega toll. Nein, ey. Nein! Jetzt geht's auf die andere Seite los. Na toll. Ja, Leute, 3 Tore müssen sie noch erzielen und dann haben sie uns geschlagen. Ah, Mann, immer das gleiche Problem. Wieso habe ich nicht einfach gesweatet, ey? Oder ist das so schwierig zum Sweaten, oder was? Nein, jetzt... Oha, ja, sehr gut. Nein, ey, das kam doch... Ey, nee. Das kann doch jetzt nicht mein Ernst sein. Oh mein Gott. Komm. Ja, nein. Okay, Leute, wir haben verloren. Ja, Leute, wir haben wirklich verloren. Shit. Das war wohl nicht geplant. Verloren, oder? Ja. Und zwar gegen Vinicius Junior. Wir sind hier, weil ihr echt gute Spieler seid. Woher weißt du das? Ich habe ein Video gesehen, Mann. Eigentlich haben wir verloren, aber naja. Oh, er braucht dich nicht. Deine Schuld. Na dann. Ich hätte gern noch eine Chance. Die bekommen wir. Aber jetzt habe ich erstmal ganz andere Sorgen. Die Weltmeisterschaft? Mit meinen Mitspielern? Es wird immer spannender, Leute.
und immer extremer. Schlimmer als in der Journey, Leute. Dort ging es ja manchmal auch sehr hoch bergauf und schwierig wurde es dort. Guten Abend, Ravi. Mein Name ist Beatrice Villanova von Villanova und Partner. Wir repräsentieren einige absolute Top-Spieler. Hoffentlich hast du kurz Zeit. Wir folgen deinem Channel und du hast uns ziemlich begeistert. Meine Partner und ich möchten dich zu einem Straßenfußballturnier hier in New York einladen. Wir denken, dass das die perfekte Gelegenheit ist, allen deinen Leistungsstand zu zeigen. Hast du Interesse? Sag Bescheid. Okay, Leute. Alles klar. Jetzt geht's in New York weiter. Aber ja, ich würde sagen, das machen wir dann natürlich in der nächsten Folge, Leute. Ja, mir hat es ansonsten mega viel Spaß gemacht, Leute. Wieder war eine super Folge und das war jetzt wirklich eine richtige Herausforderung gegen Vinicius Junior. Auch wenn wir eigentlich gute Chancen gehabt hätten zum auch gewinnen. Aber naja, man kann nicht immer Glück haben und so war es jetzt auch wieder. Aber trotzdem war es eine coole Folge, finde ich. Und ich bedanke mich wie immer an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, Leute. Und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute. Und tschüss.